Ich erinnere mich. Und zwar sind wir hier in einer wunderschönen Schatzkammer, aus der wir aber nichts mitnehmen dürfen. Außer etwas, das nicht aus Gold ist. Was ist denn da überhaupt? Das ist auch nur eine Truhe. Oh, ich bin so versucht. Ich meine, Gott, bin ich versucht. Ich weiß, dass es nichts bringt. Glaube ich jedenfalls. Ich glaube, da war nie was drin. Du kriegst einfach nur eine gewischt. Aber ich möchte da so gern reingucken. Es ist unglaublich. Nun gut, also das Einzige hier, was nicht aus Gold ist, sollen wir mitnehmen, wäre in dem Fall der Kürbis. Weisheit bedeutet, der Versuchung zu widerstehen, scheint Maxus sagen zu wollen. Dann müsste jeder Priester weise sein. Habt ihr da genauso eure Zweifel wie ich? Genau das. Wir bereiten uns vor. Na, nicht im Weg stehen. Macht man nicht. Boah, Stufe 13. Übertreibt's doch nicht. Ich glaube, mein Dings da ist stärker als ich. Hey, nicht weglaufen! Was soll denn das heißen? So, war hier nicht noch einer? Ja. Wo treibst du dich rum? Hier. Den Zauber muss ich auch unbedingt ausbessern. Der bringt auch nicht so viel, wie ich dachte, so in weiterem Verlauf. Gut, diese Tür ist offen. Und leuchtet jetzt das Symbol? Ja. Okay, speichern. Und... Hä? Was? Wie? Wo? Hier kam ich raus. Warum ist denn die Tür jetzt offen hier? Ach so, da geht's da erst. Nein! Mein Gehilfe! Was kommt hier jetzt? Ich will nochmal... Nein, ich speichere aber nicht ab. Der Drache ist scharfsinnig. Seine Augen sind so aufmerksam wie sein Geist. Nur er erkennt einen Unterschied im Spiegel. Gut, hier ist es jetzt tatsächlich ein bisschen doof, dass ich schon, dass ich diese Stellen schon gespielt habe. Weil bei solchen einfachen Rätseln, es wird... Oh Gott, jetzt sagt ihr, da steht einer hinter mir. Es wird auch schwierigere Rätsel geben, aber die hier sind alle verhältnismäßig einfach. Und wenn man weiß, wonach man suchen muss, dann ist dieser Unterschied im Spiegel schon relativ einfach, leider. Man sieht, wir haben jetzt hier zwei Räume. Also einen Raum, der, wenn ich jetzt nicht schon über die Vase gerannt wäre, in der Mitte genau gespiegelt wäre. Bis auf einen Unterschied, denn hier steht nichts. Und da steht ein Becher. Und zur Belohnung... Der Unterschied war lediglich ein Staubkörnchen, als ich die Prüfung abgelegt habe. Aber ihr habt euch für einen unfreiwillig eingeweihten Drachen gut geschlagen. Gut, ein Staubkorn ist schon ziemlich gemein. Oh, hier kann ich so ran. Ist das toll. Hier kann ich ran. Hier darf ich die Truhen öffnen. Oh, ja. Das freut mich immer unheimlich. Zeig mal, ist der Helm besser? Ist der besser Helm? Was ist ausgerüstet? Nee, der ausgerüstete Fernkampfschutz oder Aura der Vergeltung. Egal, ich lasse den wir haben. Wupp. Ist hier auch was drin? Irgendwie zufällig? Nee, leer. Ist gar nicht so gespiegelt. Hier ist was drin. Leer. Hier ist nie was drin, wie es aussieht. Urne leer. Und Urne leer. Oh, meine Nase. Was ist denn das nur? Wann passiert sowas? Das heißt ja immer angeblich, wenn einer an einen denkt oder so. Also, lieber Denker, könntest du bitte damit aufhören? Das nervt. Die ist leer, gut. Dann geht's wieder zurück. Nach Speichern. Was ist hier? Leer? 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 Leer gut. Eigentlich leer ungut. Hui. Das kann ich aber auch, Freund. Aua. Nicht. Was soll denn das? Jetzt rennt er auch noch weg. Weißt du. Versuch's doch. Ja, versuch's. Schaff's nicht, aber versuch's. Ist gar nicht so schwer gerade. Ich bin nicht fern. Hab ich mir jetzt schwerer vor. Also auch mit den Kämpfen. Die Rätsel kannte ich ja nun leider.
So, ich vermute mal, das sind diese komischen Flaschen. Ja. Ach, die, ich nehme sie mit. Ich zerstöre sie, wenn es keinen Platz gibt, aber ich kann sowas nicht liegen lassen. Ich werde da bekloppt. Gut. Speichern und lesen. Der Drache ist so wendig wie stark. Oh nein. Noch vor den Flügeln kommt der katzenhafte Sprung. Ja. Ach, ja. Genau das. Genau das. Ich werde erstmal die ganzen Leichen durchsuchen. Und dann geht's los mit diesem elenden Gehüpfe. Halt, stopp. Doch. Ist ein bisschen was dabei. Die ist leer. Also eigentlich finde ich das ein bisschen respektlos, da zu schreiben, die ist leer. Der hat eben nichts. Das ist aber doch nicht einfach nur eine Hülle. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Ach ja, das habe ich gar nicht gehört. Gut, das auch leer. Was ist hier mit den Hübschen? Der hier ist noch ein Blümchen. Da drüben ging es los, ja. Ja, hier, das ist scheißegal, wenn man hier weiß, wo es lang geht, weil es um Geschick geht und das ist absolut nicht meine Stärke. Und hops. Und hops. Und hops. Okay. Wo kommt jetzt was? Ach ne, jetzt habe ich das da unten aktiviert, okay. So. Nein, nicht runterfallen! Scheiße! Oh, aber... Ach so, gut, das geht ja jetzt leicht. Nein, nicht... Hör doch mal auf! Was soll denn das? Hier springe ich in die andere Richtung. Oh! So. So, was kommt jetzt? Wo muss ich denn hin am Schluss? Wo muss ich denn jetzt hin? So, wie, was? Ach so, okay, dann lasse ich den mal da unten. Nicht so weit unten. So. Okay. Gar nicht so schwer diesmal. Cool. Braves Kätzchen. Miau. Geil. War ja gar nicht so schwer. Wieso kam mir das denn früher immer so schwer vor? Los, meine Untertanen. Ich hab ewig gebraucht. Boah, Mensch. Steigern sich irgendwie deren Fähigkeiten oder sowas? Das kommt mir noch immer mehr vor. Aber meine Nase, Mann. Das ist unglaublich. So, wo ist der letzte? Alter. Okay. Ah, jetzt ist das Ding an. Okay. Spannend. Ihr sucht also nach dem, was rechtmäßig Liken gehört, oder nicht lange? Ich lese mal Gedanken. 320. Im Labyrinth sieht man nur Steine. Auch wenn da gar keine Steine sind. Aha. Wer oder was seid ihr? Er nennt mich Sasan, weil ich ähnlich aussehe wie sie. Der Ärmste. Er hat mich nach ihrem Ebenbild zusammengesetzt. Er ist mein großer Gebieter, stärker als Maxos. Und wie genau kommt ihr darauf, dass dieser Drachenturm rechtmäßig Lycan gehört? Er hat intrigiert und getötet, gekämpft und gemordet. Der Turm gehört ihm, seitdem er ihn sich genommen hat. Herrschaft durch Macht. Erzählt mir doch ein bisschen was von Lycan. Er ist der Nekromant. Sein ist der Turm. Sein ist die Herrschaft über die Toten. Ihn kann niemand besiegen. Und ich, Sasan, bin seine Geliebte. Alles klar.
Okay, und jetzt aus dem Weg. Das mit der Hübschen lasse ich mal weg. Glaubt ihr wirklich, dass ich hier bin, um euch aufzuhalten? Ich wollte mich nur etwas mit euch amüsieren, bevor ihr krepiert. Ihr werdet die letzte Prüfung niemals bestehen, dummer kleiner Drachentöter. Für immer werdet ihr im endlosen Labyrinth leiden. Okay. Ah, meine Musik. Okay, dann speichern wir nochmal, damit wir uns das nicht zweimal antun müssen. Gibt's hier irgendwas? Okay. Ach, egal, ich lass die jetzt mal. Was soll da jetzt schon großartig drin sein? Labyrinth, ja. Ich geh erstmal hier lang. Mein Gehilfe ist schon wieder raus. Oh, fuck, die sind stark. Mist. Ah, das ist ungut. Ja. Scheiße. Oh Gott. Hier sind ja nochmal zwei. Lass mich in Ruhe. Weg. Auf diesen Schreck erstmal eine Hühnchenkeule. Achso, eigentlich hätte ich die Tomate nehmen müssen. Damit möglichst schnell wieder Platz ist. Na gut. Kiste verschlossen. Sollte ich. Oh, ist das ein Pergament? Oh ja, das ist die Notiz. Fast übersehen. Hastige Notiz. Hier stehen die letzten Worte einer armen Seele geschrieben, die in diesem Verlies ihr Leben ließ. Die Worte endloses Labyrinth wurden hektisch und immer wieder überall auf das Papier geschrieben. Entweder hatte dieser Zeitgenosse eine Leidenschaft für minimalistische Lyrik oder das Labyrinth hatte ihm wirklich zugesetzt. Sehr witzig. Gut, und jetzt gerade, wo wir das so gelesen haben, fiel mir ein, dass hier, warum bist du hier schon wieder kaputt? Dass hier auf dieser Karte wieder ein Raum eingezeichnet ist, obwohl hier eine Wand sein sollte. Und deswegen benutzen wir jetzt das da, was sich als Druckplatte herausstellt. Und zieht am Hebel. Hoffentlich kommen jetzt hier noch mehr Gegner. Ach so, das war das, genau. Ja, wir haben es gesehen. Okay. Hat sich gerade bewegt. Oder komme ich hier her? Nee, ich komme hier nicht her. Jetzt doch. Ach nee, die Tür ist aufgegangen. Ah, fuck! Nein, das wollte ich nicht! Nein, nicht ohne meinen Gehilfen! Nein! Lass mich in Ruhe! Scheiße! Das wollte ich doch gar nicht! Lass mich reden! Nein! Scheiße! Der Trank wirkt nicht mehr. Ja, ich hab Angst, ich will noch nicht sterben. Oh Gott. Geh doch endlich weg. Noch einer. Du. Noch einer. Nein. Geh weg. Nein, bleib hier. Kommst du her. Oh, um Gottes Willen. So ein Stress. Gott sei Dank habe ich die Tränke gekauft. Kiste. Ah, Tränke. Urne. Boah, mein Herz. Mein Göttchen. Ach, das hatte sich bewegt. Genau. Kiste. Noch mehr Gold. Wie viel Gold haben wir jetzt schon wieder zusammen? 2330. Das ist so viel nicht. Gut, hier gibt es keinen Geheimgang. Wobei ich mich ernsthaft frage, was das hier soll. Das ist hier so ein Stückchen weiter reingerückt als sonst irgendwo. Weiß ich nicht. Was ist denn das für Geräusch?
Ach, das ist draußen ein Motor. Was ist hier? Ach, das ist die Tür, ja, genau. Ich speichere nochmal. Und zwar genau deswegen. Ach, mein Gehilfe ist mit durchgekommen. Wo habe ich denn jetzt 50, 60 FPS her? Was soll das heißen? Was ist denn hier los? Nein, mein Gehilfe. Ach nee, krass, das war wer anders. Oh Gott, es wird besser, es wird besser, es wird besser. Und ich sammle Erfahrungspunkte noch von euch, aber sind wir schon wieder ein Level weiter. Oh, ist das schön hier. Jetzt finde ich es gar nicht mehr so schlecht. Nein, lass mich durch. Cool. Ich freue mich zu sehen, dass euer endloser Aufenthalt in diesem Labyrinth genauso kurz ausfiel wie meiner. Ja. Doch. Also, ich weiß nicht, das ist doch nicht endlos. Tor. Und nochmal verschlossen. Ah, kann ich durch Schlösser knacken? Scheiße! Jetzt muss ich einen Schlüssel finden. Ist der hier? Ist der Schlüssel hier irgendwo? Oder ist der jetzt irgendwo in diesem Labyrinth? Oh, ich werde verrückt. Kann ich durch Schlösser knacken geöffnet werden? Offenbar auch nicht durch ein Kennwort, sonst wäre ja schon irgendein Dialog aufgeploppt. Ich will einen Schlüssel! Mist! Im Knochenhaufen vielleicht? Oh Mensch, kann man mal eine Komplettlösung erreichen schnell? Die ist leer. Die ist leer. Oh, wie ich sowas hasse. Hast du den? Nee. Oh Mist. Schlüssel finden. Gut, ein Raum ist noch über, glaube ich. In vier Räumen. Ich gucke jetzt überall, wo irgendwelche Knochen schimmern, ob sich da ein Schlüssel drunter verbirgt. Oh, da geht's ja auch noch lang. Okay, aber in einen Raum müssen wir noch. Nur der Vollständigkeit halber. Und um vielleicht den Schlüssel zu finden. Hier waren wir schon. Da werden wir jetzt nicht drum rumkommen. Krug, ich nehme das einfach mal mit. Scheiß doch der Hund drauf. Mist. Oh, Mist, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Oh, Mist, 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 wo finde ich denn den jetzt? Nee, nicht schon wieder abhauen. Da kommen doch gleich noch welche. Schon, versteck dich doch irgendwo drunter. Ah! War ich hier schon drin? Ich glaube. Ja. Ist hier zufällig? Meine Nase, die macht. Also, ich hack sie mir demnächst mal ab. Oh, Mann! Ich bin jetzt voll auf diesen Schlüssel fixiert. Ich hoffe, es ist am Ende auch ein Schlüssel. Ein weiterer Gegenstand für mein. Ja, ja, ja. Eine Sammlung. Ja, ja. Wir müssen irgendwo was. Ich hab nur einen Schlüssel. Manu. Oh, jetzt juckt auch noch mein Ohr, Mann! Das war ja so unangenehm, als ich noch das Hornhaut aufgenommen habe. Der hat es ja auch ab und zu mal am Ohr gejuckt oder sowas. Und dazu habe ich, zu der Zeit habe ich aber noch mit meinem. Hä? Doch, doch, ist richtig. Und zu der Zeit habe ich aber noch mit dem Headset den Ton aufgenommen. Also den Sprachsound. Waren wir doch überall schon? Nee, hier waren wir noch nicht. Aus irgendwelchen Gründen kommen ja gerade keine Gegner mehr. Wieso denn das nicht? Halt, ich hab vergessen zu gucken. Ich will den Schlüssel! Kacke! Mann! Ach, noch nö! Ach, Leute! Nicht da was? Ist das was? Nee. Ach, Mann, oh!
Oh, ich kann sowas nicht leiden.